Willkommen Leute zu diesem Spieltest von Fallout Shelter. Es ist ein Spiel, was ich persönlich sehr mag. Und es geht darum, dass man sich einen Bunker aufbaut, verwaltet und auch schützt. Diese Tipps hier unten sind momentan noch für uns unwichtig. Ja, ich habe schon angefangen, uns einen kleinen Bunker zu bauen. Das ist die Tagesbewertung. Ich bin nicht besonders gut da drin. $90. Kronkorken heißt es ja. Und dann gibt es hier einmal Strom. Wenn wir zu wenig Strom haben, geht Licht aus. Baracken, da wohnen Leute drin. Essen und Trinken erklärt sich, glaube ich, von selbst. Man kann Dinge bauen. Ganz viele Dinge kann man bauen. Und das sind Stufen. Dadurch bekommen die Personen mehr Leben. Das hier ist unsere Tür, Vault-Tür. Und hier ist das Ödland. Ja, ziemlich unwirtlich, sage ich mal so. Man kann halt hier sehen, wann die Sachen fertig sind und auch wie viel man bekommt. Man kann es auch upgraden oder auch einen Tempomodus reinmachen. Aber das lasse ich jetzt erstmal. Das kann man bei vielen Räumen machen. So, hier, die Lori hat eine Jagdflinte. Die macht halt mehr Schaden als die Hand. Ja, und man kann sehr weit nach unten bauen. Es gibt auch noch Aufgaben wie die hier. Und dann gibt es noch Belohnungen. Hier. Die werden wir auch noch aufmachen, aber nicht jetzt. Das ist, glaube ich, besser. So. Ja, die steigen immer weiter auf und dadurch kriege ich Kronkorken. Das ist mein Lager. Da kann man Sachen lagern. Ist ja wohl logisch. Und, ein Radkakerlakenbefall. Diese kleinen Viecher sind Radkakerlaken. Und ja, wenn da keiner ist, verbreiten die sich im ganzen Vault. Aber jetzt gerade nicht. Okay, es kann auch manchmal passieren, dass sie sich nicht verbreiten. Ich würde euch das hier mal zeigen. Ist eine Lunchbox, sowas wie eine Kartenkiste und man kann Sachen rausbekommen. Schrott, dreieckig gefaltete Flagge. Das war gerade eine legendäre Karte. Ein Stimpack, damit kann man Personen heilen. Ist eine gewöhnliche. 100 Kronenkorken, auch gewöhnlich. Maßbekleidung. E+4, das ist gut. Und noch eine epische. Förmliche Glückskleidung. +7 Glück. Ja, die Personen haben halt verschiedene Eigenschaften. Stärke, Wahrnehmung, Ausdauer, Charisma, Intelligenz, Beweglichkeit und Glück. Die sind unterschiedlich nützlich, zum Beispiel hier. Beim Kraftwerk braucht man Stärke. Beim Diner braucht man Beweglichkeit und hier braucht man Wahrnehmung. Und bei den Baracken, da braucht man Charisma. Es gibt natürlich noch ganz andere Räume, aber die lassen wir jetzt erstmal weg. Ich zeige euch jetzt mal kurz den Tempomodus. Die arbeiten schneller.
man kann viel Geld verdienen. Oder es kann auch passieren, dass, ja, dass es viel schlägt. Und es brennt oder Radkakerlaken kommen. Und die Bewohner, die verlieren halt Leben. Ja, das ist eigentlich alles im Großen und Ganzen. Man kann die Räume natürlich noch weiter ausbauen. Hier und hier. Jetzt haben wir das gleich größer gebaut. Man kann natürlich auch in die Tiefe bauen. Mit Aufzügen, aber kann ich mir gerade nicht leisten. Egal. Ja, man wertet sie auf, damit sie halt bessere Sachen machen können. Hier ist die Zufriedenheit von den Bewohnern. Und ich würde mal sagen, öffnen wir mal ein paar Kisten. Wenn es euch übrigens gefällt, dann lasst mal auf jeden Fall ein Like da und ein Abo. Und stimmt jetzt, genau jetzt, rechts oben beim i ab. Damit ich weiß, ob ihr davon mehr wollt oder auch nicht. 50 Wasser, okay. 100 Kronkorken. Eine Söldnerausrüstung. Oh, selten. Ein Schrott Brahminleder. Und nochmal selten Kronkorken. Dann machen wir mal eine Haustier-Transportbox auf. Da können Haustiere drin sein. In dem Fall ein Hund. Die geben spezielle Zusatzsachen. Plus 14 EP. Ein Boxer. Ja, Haustiere, egal. EP ist das hier, die Stufe. Wenn es plus 14 ist, bekommen sie pro Aufgabe 14% mehr EP-Punkte. Ja, ich würde mal sagen, wir machen noch zwei von denen auf. Und wenn ihr es haben wollt, dann mache ich die anderen in den nächsten paar Folgen auf. Alistair Tenpenny. Okay, wir haben einen neuen Bewohner. Und unser Lagerplatz ist voll. Oh, Mist. Alter, was hat der denn? Der hat ein Scharfschützengewehr, das weiß ich. Und er sieht auch ein bisschen älter aus. Ich schicke ihn mal kurz in die Baracke. Und Tenpennys Anzug. Wahrnehmung plus 2, Charisma plus 2, Intelligenz plus 2 und Glück plus 1. Siegesgewehr. 10 bis 15 Schaden. Er kriegt gleich den Boxer dazu. Das ist ein sehr seltener Bewohner. Den kann man überall einsetzen. Oder auch nicht. Oh. Okay, er ist doch nicht so gut, wie ich dachte. Er hat nur Stärke 2, Beweglichkeit 2, aber Wahrnehmung 10. Ah ne, wir schicken ihn mal nach draußen. Man kann Leute nach außen schicken, bekommen dann Stimpacks, kann man geben oder auch nicht. Damit können sie sich heilen oder Red Away. Damit können sie sich für Strahlung heilen. Wir haben gerade auch einen Raum freigeschaltet, Forschungslabor. Hier kann man halt Stimpacks herstellen und hier Red Away. Erhöht Lagerplatz, Trinken, Essen, Strom, Wohnraum, Aufzüge, neue Etagen und so weiter und so fort. Würde ich mal sagen, bauen wir ein paar Aufzüge hier ran. Ist nämlich das Schlauste, was man anfangs machen kann. So, jetzt können wir ganz weit schon nach unten reichen. Nur nicht ganz nach unten, aber okay. So, das ist das Menü. Hier sagen die immer was. Hier zeigt das Leben an, Stufe,
wenn man draufklickt, Eigenschaften. Hier unten kommt hin, was sie finden. Kann man sie zurückrufen. Und hier ist halt Stimpak, Radaway und Kronkorken. Würde ich mal sagen, wir öffnen noch eine Box. Es wäre aber dann die letzte für diese Folge. Oh, Luftgewehr. Ganz schlecht. Stimpak einmal, okay. Dreieck gefaltete Flagge, unnötig für uns jetzt. Und Johnny Bowman. Wir haben heute echt Glück mit den Personen. Mit den Boxen. Okay, der 10 Stärke, 2 Wahrnehmung, 4 Ausdauer, 2 Charisma, Intelligenz 3, Beweglichkeit 7, Glück 4. Und der hat so ein Sportfan-Outfit. Nun gut, das hier verkaufen wir mal. Bekommt man Geld oder man kann es halt wieder verwerten. Dann kriegt man Schrott raus, das hier. Unteroffiziersuniform. Okay. Dreieckig gefaltete Flagge. Töte 5 Kreaturen im Ödland. Hier sind halt Aufgaben und die kann man dann halt machen. Die haben einen wilden Hund getötet. Der arme Boxer, der musste mit zusehen. Okay, dann schicken wir den mal auch gleich mit raus. Man kann hier halt auswählen. Inventar, was halt noch übrig ist. Ausgerüstet, was die Leute halt haben. Und alle ist halt alles. Okay, er bekommt ein Repetiergewehr und ein Stimpak. Und dann geht er mal auf Erkundungstour. Schade. Kann ich noch nicht weiterbauen. In dem Fall. Oh, warte. So, jetzt. Und schon können wir einen neuen Aufzug bauen. Im nächsten Part werde ich dann noch weiter hier Räume bauen. Zum Beispiel Lagerraum, Krankenstation, Forschungslabor. Und ich werde in der nächsten Folge ganz viele von den Kronkorken haben. Ja, das war's dann also. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Stimmt rechts oben beim i ab, ob ihr mehr wollt. Und wenn ja, gibt's in der nächsten Folge noch ein paar davon. Nun gut, das war's mit der Folge. Wir sehen uns vielleicht schon beim nächsten Mal. Und tschüss.